Warte, ich werde einen mächtigen Blitz beschwören. Deine Fähigkeit. Cool. Die Mana-Höhle. Yeah. Alter. So, pass auf. Wir gehen zurück in die Living Quarters, nach unten, da wo die Züge waren. Schmeißen mal einen Schlüssel da rein und machen alle Dungeons, an die wir drankommen von da unten, bevor uns hier die Füße ablaufen. Moment. Dann sollten wir vielleicht aber auch an der Oberseite rausgehen, sonst müssen wir einmal rund um die Stadt laufen. Wir sind ja keine kompletten Vollidioten. Nee, ist ein bisschen kürzer. Hast du Wasser dabei? Alles aufgefüllt? Ja, alles aufgefüllt. Zwei volle Schläuche. Jetzt muss ich da ist ein Feuer, da können wir uns wärmen. Nach der Einnahme dauert das ein paar Stunden, bis die Erkältung vollständig abklingt. Oh, so mag ich das. Da wird einem ganz warm um die Klöten. Willst du auch um dein Skrotum? Ah, ja, um meine Hauttasche. Oh, Kasitlanze. Hat jemand Kasitlanze gesagt? Direkt dieses Riesengerät in den Rucksack gesteckt. Das ist zusammenfaltbar, oder? Ja. Wo genau ging's jetzt hier zum Zug? Folge mir. Du weißt, ich kenne mich hier nicht aus im Bahnhof. Ich verlaufe mich immer in der U-Bahn. Nach links, ja. Gell? Ja, vertrau mir doch einfach. Ich habe gesagt, folge mir und jetzt sind wir da. Hier ist der Kopfbahnhof. Das heißt, wir wollen volle Möhre durchbraddeln und wir fahren am besten erstmal durch bis zum Schluss, damit das, wenn das irgendwie aktiviert werden muss, alles sofort angeht. Das ist mir zu Meta, was du machst. Ich will nicht, dass wir irgendwas... So, Forgotten Research. Los, Psionika. Du musst auch drücken. So, dann lass hier kurz erst umschauen. Ja, guck, hier gehen die Schlüssel alle rein. Ich gehe davon aus, dass das da die Boss-Tür ist. Oder hier... Ja, ich habe Schlüssel A schon mal eingesteckt. Das hat der einzige, den wir hatten. C und D. Do not attempt to rescue anyone trapped inside. Ich trinke mal kurz einen Schluck und dann schauen wir uns hier mal um. Alter, die vier Edelsteinschlüssel wurden in Golems der Wächterklasse eingesetzt, um sie von den Kontrollschaltkreisen des Subjekts fernzuhalten. Alle Schlüssel müssen voneinander getrennt bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Wir müssen jetzt nicht vier von diesen Wächtergolems töten. Befürchte. Na, ich hoffe nicht. Na, lass mal gucken, was hier so geht, bevor wir weiterfahren. Ein Raider oder irgendwas Normales? Ja, Raider. Ich versuche mich anzugreifen. Was denn? Komm da rum! Jetzt hammert! Dreht ihn! Spuck auf ihn! Wenn der Gegner am Boden liegt, fängt der Kampf an. Oh! Huah. Ich hab noch eine Grippe, ich bin ein bisschen schwach. Knorpel. Ich trink so eine goldene Vase aus. Oh, komm. Kekropia-Weihrauch, den habe ich wohl schon. Du hast kein Interesse daran, die Weihrauch-Dinger zu lernen? Ich meine, es gibt auch Verzauberungen im nächsten Addon, wenn mich nicht alles täuscht. Immerhin. Das ist dann hoffentlich für das Equipment, was man da kriegt, und nicht für diesen Billo-Schrott, den wir mitbringen aus der alten Welt. Oh, eine Kasit-Doppelachs-Ding-Gerät. Weißt du, was ich meine? Ein Kasit-Gerät, ich weiß genau, was du meinst. Doppelachs-Ding-Gerät, jetzt hören wir doch mal zu. Mana-Trank, den gönne ich mir.
Bald ist meine Erkältung weg. Dann kann ich wieder auf die Arbeit. Wo hast du denn sofort eine Erkältung her gehabt? Da kommt eine Flocke vom Himmel und du liegst mit Fieber im Bett. Ach ja, Aktimel weggelassen. Da sind diese kleinen Hunde drin. Gegen die habe ich auch schon lange nicht mehr gekämpft. Achtung, links ist noch einer. Ja, so unstabil wie wir sind, haben wir deswegen auch schon so lange nicht mehr gegen die gekämpft. Wäre mir eh nicht aufgefallen. Ich brauche unbedingt mal wieder ein schnelleres Schwert. So gut wie das Ding hier ist, aber das hat ja Angriffsgeschwindigkeit von einem Streitkolben. Astraltrank. Astralkörper. Adonis. Ey! Was denn? Komm her. Komm her. Da. Oh. Und jetzt? Was ist, hast du interagiert? Ja. Oh, hier ist eine komplette Rückwand aufgegangen. Ein Interrogationsraum. Siehst du mal. Was ist denn hier los? Das ist Harry Potter, dieses Zauberertribunal. Ja, aber der ist hier auch schon ein bisschen länger, gell? Ja, der liegt hier schon. Moment, ich lese mal in dem Buch. Mach du das. Ich habe Hoffnung in die Golem-Designs. Sie vertragen eine Menge und können auch eine Menge austeilen. Der Kontrollmechanismus ist Arsch. Direkter Mana-Zufluss. Jeder, der die Dinge für mehr als ein paar Wochen steuern muss, stirbt. Okay. Das sind wie die Dings, die Jäger aus Pacific Rim. Wenn du hier sitzt, hast du Turbo-Scheiße gebaut. Das sind die Mark 1 Jäger. Was ist mit dem Typ? Hat er keinen Kiefer mehr? Doch, der ist einfach. Der hat seine Mütze. Wieso ist der eigentlich nackt bis auf seine Mütze? Was ist denn los bei dem? Ja, das, ja. Die Würde nimmt man dem Mann nicht. Hat er geschwitzt oder was? So heiß hier drin. Zieh mich mal aus und danach vertrockne ich einfach. Das war alles, was es hier gibt? Digga, ich will da nicht rein. Wieso? Das ist nur eine Premium-Boss-Tür, wenn ich schon mal eine gesehen habe. Aber egal, was dahinter ist, es wird uns Turbo auf Fresse hauen. Naja, der Dude, der mit uns redet, der Forge Master, oder? Ganon wird sich da nicht hinter verstecken und Bowser auch nicht. Hm. Wir müssen noch in die Richtung. Nee, so, nee. Die uralte Fabrik, von da ja, kommen wir. Ja, da müssen wir lang. Ach, nein. Okay. Was? Hä? Wir sind doch eben gerade in die andere Richtung gefahren. Nee, aber in der Gießerei war jetzt kein Golem, gell? Nein. Wo haben wir denn eben gegen den Golem gekämpft? Im Lagerhaus. Wo sind wir denn hier ausgestiegen? Was ist das denn hier? Gibt's hier... Nee, okay. Wir haben im Lagerhaus gekämpft. Dann fahren wir halt in die uralte Fabrik weiter. Da ist der DB-Infoschalter. Was sind wir denn jetzt gerade? Ich hab das Gefühl, wir waren hier schon mal. Der Bahnhöfe sehen alle gleich aus. Was ist das? Ha? Da hinten. Tentakelschluppi. Bahnhöfe sehen alle gleich aus. Kennst du einen, kennst du alle. So, uralte Foundry. Und hier geht's weiter in die zerstörte Testkammer. So, wo sind wir jetzt hier? Fährt der Zug noch weiter? Von da kommen wir, oder? Hä? In einer anderen Konsole geöffnet werden. Gut, dann schauen wir mal, wie wir den Rest von der Bahn freischalten, bevor wir wieder zurückfahren. Anfangen, die Dungeons zu klatschen. Das Ding ist riesig. Dieser Bahnhof. Okay, hier oben geht es über den Zug. Ach, hier ist ein anderer Zug. Lass erstmal unsere Seite hier drüben clearen. Ja. Ist hier was? Ich habe nur Licht angemacht. Ich sehe das nie, ob man Licht an oder aus. Oh, fuck. Gibst dich nicht mal damit ab, den zu looten, ja? Ja, snap dich! Alter, schwing doch nicht einfach so wild mit der Axt! Warum? Schwusch, 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 wieso? Weil gerade 8 von 10 Schlägen von dir vorbeigegangen sind. Das ist immer so. Mir ist kalt. Irgendwann eine Leiche?
Das stimmt, das Alter ist schweinekalt hier drin. Ich mal kurz ein Toastbrot naschen. Digga, ich hab nichts bei. Und einen Tee trinken. Und mich gegen Kälte backen. Alter, das reicht immer noch nicht. Wie kalt ist denn hier drin? Ich glaube, mehr Kälteschutz habe ich aber nicht. Haben die das von der Marmelade runtergenommen, dass das gegen Kälte schützt? Das steht nicht mehr mit dabei und ich habe nur den einen Buff. Das stimmt, hier ist tatsächlich Eis am Boden. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe hier Gegner. Scheiße, warte. Das sind aber viele. Komm. Ich hab. Scheiße, ich hab keinen Buff, nix. Ganz eiskalt mein Steam-Overlay aufgegangen, als ich hier gegen die beiden kämpfen wollte. Ist der auch noch am Leben? Ja, der ist umgefallen. Dann hat mein Dude irgendwie das Ziel gewechselt. Kid Game, ich rühre mir den Arsch ab. Hab ich nicht irgendwie einen Trank dafür dabei? Hier ist so eine Konsole. Tor aufschließen. Zugschlüssel A wird benötigt. Komm her, ich kann dir einen Wettertrank geben. Ich glaube, ich habe schon einen genommen. Dann solltest du auch überleben, die halten normal für alles. Was brauchen wir hier? Überlebenden, aber mir wird immer noch kalt. Zugschlüssel A, den haben wir nicht. Dann wissen wir wenigstens, wo der hin muss, sobald wir den gefunden haben. Alter, fast schon mal kalt. Guck mal, ob es da drin wärmer ist. Nein. Hier ist aber Ende. Gut, dann gehen wir rüber auf die andere Seite und suchen Zugschlüssel A, bevor noch einer erfriert. Ich habe einen Wärmebuff und ein Elixier des Überlebenden. Mir wird immer noch kalt. Ist da oben auch rüber schon? Ja. Ist hier wieder Wärme? Nein. Genauso kalt wie drüben. Hier ist aber auch... Ne, hier ist nicht Ende. Fuck, dann hätten wir besser erst den Bahnsteig abgegangen. Gucken wir, ob es irgendwo wärmer ist hier. Ne, hier ist überall immer noch Schnee. Schnell durchflitzen. Wir müssen trotzdem den Bahnhof abgehen. Auch, wir können nicht so viel Loot da liegen lassen oder was auch immer es hier gibt. Alter! Was denn? Wow! Ich habe keine Ahnung, was es ist. Was sind das hier für Dinger? Die greift mich an. Der hat eine Reichweite gehabt. Ich bin tot? Geh weg von dem. Am Ende explodiert er oder so. Der hat den Lower Test Chamber Key dabei. Ich glaube, das war einer von diesen zerstörten Golems, die alles in der Gegend rumliegen, oder? Mhm. Alter, ich stehe da rum und denke an nichts Böses, loote so eine Kiste und plötzlich kommt neben mir so eine Sonne aus dem Nichts und explodiert. Hier ist der Schlüssel. Der hatte Golem Scraps dabei, damit können wir, glaube ich, Rüstung craften lassen drüben. Du hast den Schlüssel da unten. Ja. Nee, den hast du. Wo ist er denn? Achso, den Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir den schon brauchen. Hallo, hallo? Monster. Wow. Der ist aber nicht kaputt, der tanzt. Der hat nochmal einen Lower Test Chamber Key dabei. Das heißt, man kann da auch irgendwie von der anderen Seite aus dran wahrscheinlich. Ist immer noch kalt hier drin, gell? Mir wird auch immer noch turbo kalt. Hier ist ein Aufzug. Da oben sieht wärmer aus. Ich weiß nicht, ob wir schon richtig sind. Ja, fahr halt mal hoch. Ich hoffe, es geht hoch. Ich wusste gar nicht, dass du da so einen dicken Gegner hattest. Ich hab den auch erst relativ... Jetzt ist es wärmer. Ja,
aber ich glaube, es wird so warm, dass das auch ein Problem für uns wird. Uff. Ja, und ich habe nichts gegen Hitze dabei, sondern nur gegen Kälte. Dann beeilen wir uns. Wir sind ja jetzt noch ice cold. Ich nicht. Ich war die ganze Zeit neutral, weil ich den Trank getrunken habe. Der hat gereicht bei mir. Gegen wen kämpfst du da schon wieder? Ach, nichts Wichtiges. Ist Kleinscheiß. Hier so ein Elementar-Ding und so. Ich muss hier gerade ein HP-Essen mal schmeißen. Ich habe ziemlich eine Sitzen noch von dem Dude von eben. Der hat ja plötzlich ziemlich losgelegt. Ich wusste nicht mal, wen du da hast. Plötzlich knallt's. Ja, zwei Assassinen-Elixiere. Craftzeug für Faustwaffen. Alter. Sind viele Dudes. Da hinten laufen Leute, ich weiß nicht, wer die sein wollen. So eine Art Schießstand hier. Das sind Trox. Also wenn du so Elementarpartikel findest, immer einstecken, gell? Hab ich, ja, eben. Die brauchen wir für die ganzen Verzauberungen. Ach, die Trox sind... Wir sind der Hebel hier. Wir haben eine Tür aufgemacht da hinten. Zu den Trox. Brenne. Das solltest du nicht tun. Ich hab was getrunken. Ja, hier oben geht's. Eine Röhre? Ist die Tür da unten bei dir offen? Welche? Wo du gerade eben davor gestanden hast. Da war keiner. Du bist in der Röhre, oder? Oh, ja, okay, dann musst du auch oben drüber. Ich dachte, du hättest da unten eine Tür gehabt. Was ist das eigentlich für hässliche Viecher, so fliegende Arschlöcher? Was sind wir hier überhaupt? Gute Frage. Hier ist ein Ausgang. Lass mal kurz gucken, ob wir überhaupt sind. Pezen durch die Gegend, weil hier drin Hitze und Kälte ist wie Sau. Oh, hier sind wir. Wollen wir ihn gerade befreien? Ja, wo wir hier sind, war nicht weit von hier. Ihr müsst ja irgendwo da hinten sein. Sicher, dass wir hier sind? Alte Turbine. Wo soll das sonst sein? Das war doch hier, oder? Ja. Ja, ja. Das erkennt's alles. Irgendwo hier im Norden da, also Osten von hier aus, meine ich. So, wo ist unser Freund? Erstmal Lampe anmachen. Ist dunkel hier drin. Gesundheit. Danke. Ich lasse mir jetzt da wie bei Dark Souls so einen Assassinen freilassen. Haha! Wenn der Schlüssel passt. So, mein kleiner Freund Fuliota. Was denn jetzt? Er ist weg! Wie, hä? Ich habe ihn angesprochen, er hat es einfach verpufft. Wieder ist weg. Du hast doch gesehen, er hat gemacht und weg war. Vielleicht spawnt er jetzt irgendwo und lauert uns auf mit seinen Waren. Gut, lass zurück in den Dungeon gehen. Wir müssen dann noch ein paar Leute klatschen. So. Wo sind wir hier?
Bei Elad, geradeaus, Trox killen. Auf der rechts hält irgendjemand einen Knüppel um die Wand. Hallo? Komm schon. Ja, ja, ich komme. Oh, schon aufmachen. Hat die nicht so ein Mage-Ding hier dabei? Nee, aber zwei Bomber. Bomber links. Ich glaube, ich habe zumindest schon immer den Schlüssel gefunden. Hier liegt wieder so ein komischer Golem wie der andere von vorhin, der den Schlüssel hatte. Wow! Was ist denn hier eigentlich los? Wieso sind die hier aufgehängt an so Fleischerhaken? Zugschlüssel A! Nee. Und doch, da kommt noch mal eine ganze Armee Trox auf uns zu. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Loot, Loot, Looti die Loot. Was jetzt müssen wir aber irgendwie auch wieder zurückkommen. Hä? Runter halt. Ja, wir können doch nicht zurück, wir sind doch über so eine komische Rampe drüber gelaufen. Ach so, stimmt. Hallo? Wir gehen unten bei den Trox gucken. Hier ist noch was nebendran. Was heißt denn was? Eine Höhle oder so. Ich komme. Ja, lass erst heruntergehen, ist schon okay. Die haben die Trox wirklich benutzt, um diese Roboter zu trainieren oder was? Huh? Scheint mir fast so. Sind überall tote Trox. Wolfshellebarde. Ich habe keinen Platz im Moment. Steck dich voll mit Sachen, nimm alles mit, was Geld bringt. Geld, geiles Stück. Wenn wir da hochgehen bei der Trox-Zielanlage und gehen nach links. Da waren noch mal ein Haufen Dudes. Dudes? Ja, Dudes, da war noch so eine komplette Trox-Anlage. Ich glaube, die haben sich irgendwie durchgebuddelt und sich ein Zuhause gebaut. Nachdem die Anlage hier stillgelegt wurde. Ready? Was ist das, was hier liegt? Was? Zur Hölle? Ist das ein Trockriese? Das ist der fucking Trockkönig. Da sind Titten dran. Mama? Heilige Trockmama. Hier ist ein Brunnen, der aus Trockzauberstäben gebaut ist. Hier ist eine Eisenader. Oh, meine Lampe ist leer, oder? Nee. Hat sich überhaupt gerade bewegt, dieser Trockriese, als seine Leiche drauf gefallen ist. Ist hier sonst nichts mehr? Was war in der Kiste? Trockgerümpel. Da hinten waren zwei Eisenadern. Ja, da bin ich dran. Hier drin ist nicht so heiß wie vorne in der Höhle, hier kann ich kurz auskühlen. Ist fertig hier aber sonst, ne? Das ist ein Trockriese. Aber mit Möpsen. Vielleicht Trockkönigin oder so? Ja, wir können nichts von der looten, weder die Waffe noch sonst irgendwas. Nee. Aber das ist ein Model. Ich habe gesehen, wie die sich eben gerade bewegt hat, als da eine Leiche drauf ist. Ja, ja, hab ich auch gesehen. Also früher oder später kämpfen wir wahrscheinlich mal gegen so ein Ding. Heftig. Und die Frage ist, wie wir jetzt zurückkommen. Ne, nachdem es unten nicht weitergeht, müssen wir hinten weiter gucken. Ich spring da nicht irgendwelche Aufzugsschächte runter. Hier oder was?
Nein, hier drüben. Ist da noch. Hier ist da noch Dungeon übrig. Oder ist das alles zugestellt, wo wir runtergekommen sind? Weiß ich nicht. Ach, da hinten. Da geht's noch weiter, sind noch so brennende Dudes auch. Gott, ey. Muss ich hier? Ich hab da eben vier Zornestränke. Ich noch Wettertränke? Ja, dann trinke ich noch einen Wettertrank, sonst verbrenne ich hier drin. Das reicht nicht. Auch mit der Wasserflasche nicht. Dann müssen wir uns beeilen, dass wir irgendwo hinkommen, wo es kühler wird. Ich helfe erstmal bei den Dudes, ja. Ich sag Partikel auf jeden Fall mitnehmen, das ist das Wichtigste hier. Was ist das hier? Lesen. Alpha-Fleisch. Admiralsweihrauch. Okay. Ich habe da eine Notiz gefunden, da stand drin, dass die keine armen Tiere mehr für Zielübungen benutzen, sondern jetzt Trocks. Die wären ja keine echten Lebewesen, sondern gemeine Pilzmonster. Mega uff. Da stand da drin, dass, was sollen sie machen? Trock Ritter schicken? Die wären immer noch lächerliche Gegner, wird niemanden interessieren. Die Armen. Hier hinten geht's durch, glaube ich. Mhm. Aber irgendwas ist hier ja schief gegangen. Ich glaube, die Trocks haben hier trotzdem gewonnen. Ach, hier waren wir schon mal. Hier geht's wieder runter. Wo es dann wieder kalt ist. Ist der Wanddurchbruch da dann neu gewesen? Den gab's doch vorher nicht, oder? Doch, den haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Da wären wir auch nicht weitergekommen. Ja, wo es wieder kalt ist, leck mich am Arsch. Ich sterbe hier drin. So heiß wie ich jetzt bin, kann ich doch wahrscheinlich eine halbe Stunde lang rumlungern, ohne dass was passiert. So, wir gehen runter, klären die andere Seite und slammen den Schlüssel rein. Dann weg hier. Total im Arsch das Gebäude, entweder super heiß oder super kalt. Golems laufen? Da. Das ist keiner von den Grünen, der ist scheiße. B8 und Terrin, Batterien. Oh fuck. Warum lebt denn der wieder? Weiß ich nicht. Dann. Na, ich bin aber gerade nicht zornig, dann musst du den kippen. Der hat eh nicht viel. Ich habe keine Ausdauer mehr, mir ist zu heiß immer noch. Noch ein Schlag. Hat er wieder Scraps dabei? Und er hat jedes Mal Golem-Scraps dabei, das ist nice. Dann gebe ich in Hamatan mal die Rüstung in Auftrag, die würde ich mir gerne mal angucken. Aber wieso sind der jetzt so schnell gerespawnt? Beide. Keine Ahnung. War noch nur 5 Minuten weg. Ist hier nicht irgendwo schon das Display gewesen, wo wir dran müssen? Auf der anderen Seite.
Puh, ich habe keinen Platz mehr für die ganze Scheiße. Ich weiß nicht, wo eben gerade meine ganze Ausdauer hingekommen ist. Was ist das hier? War das Zugschlüssel A? Ich glaube schon. Da stand Unlock Gate. Okay. Da müssten wir jetzt rein theoretisch gesehen. Verlorene Golem-Fabrik? Nee. Vielleicht müssen wir in den anderen Zug steigen. Ich habe einen Shortcut aufgemacht. Wo war denn der Schlüssel? Der war doch irgendwo weiter drinne gewesen, nicht hier draußen auf dem Gleis. Da hinten. Anscheinend gerade irgendein Shortcut aufgemacht, der uns das Ganze hier erspart hätte, das Rumgerenne. So, hier irgendwo hoch, gell? Rechts, rechts. Jo, jetzt kommen wir weiter. Aber ich glaube, ich habe Tore mit bei. Ich habe Tore an beiden Zügen aufgemacht. Aber ich glaube, wir müssen mit dem anderen weiterfahren. Lass erstmal gucken, wo der hier noch hinfährt. Und da fährt er nirgendwo mehr hin. Ich guck. Mit dem hier sind wir doch gekommen, gell? Auf unserer Seite, ja. Okay, der kann weiterfahren. Compromised Mana Transfer, gut.